So, wir sind live, Anja. Wir haben es geschafft, Ja, super. nochmal online zu kommen. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Es geht im heutigen Video-Interview um Folgendes. Ich habe die letzten 2 Jahre meines Lebens mein ganzes Wissen aus über 20 Jahre Marketing- und Business-Erfahrung in ein System gegossen, das Successful Solopreneur-System, wo ich mein ganzes Wissen weitergebe an anderen Experten und Solopreneure. Und diese Woche haben wir die Pforten geöffnet für die Buchung des neuen Programms, und zwar in Form eines Selbststudiumsformats, also so ein Online-Selbstlernprogramm. Und ich habe gedacht, es würde super sein, mit Anja Riemer-Grobe zu sprechen darüber, weil sie ist eine Person, die das System wirklich angewendet hat. Sie hat die Trainings angesehen, sie hat alles ausgearbeitet für ihr Geschäft, und wir kommen dazu, wie und was sie da genau gemacht hat. Aber ich kann vieles erzählen über das System, aber ich habe es auch gemacht. Auf der Landingpage, der Link dafür ist hier schon auf der Seite, www.successfulsolopreneursystem.com. Da kann man hingehen und hören, was ich darüber sage. Aber heute interessiert mich viel mehr, was die Anja darüber sagt. Anja, möchtest du dich vorstellen, sodass die anderen überhaupt erfahren, wer du bist und was du machst? Ja, gerne. Also mein Name, hast du schon gesagt, ist Anja Riemer-Grobe. Ich arbeite als virtuelle Assistentin und helfe Solopreneuren und ja, kleinen Unternehmen dabei, ihre Technik und ihre Online-Tools und ihre Texte fürs Internet zu erstellen, weil das so die Stellen sind, wo ich merke, da hakt es immer ein bisschen. Und ja, wir kennen uns jetzt schon fast ein Jahr, beziehungsweise ich kenne deine Kurse schon fast ein Jahr. Und ich kann nur sagen, ich bin total begeistert davon, weil das war so die Basis für mein Business auch. Ja, also ich habe so viel da gelernt, das ist fast schon, ja, wäre schon ein stundenfüllendes Programm, wenn ich das jetzt alles erzählen würde. Also ich denke, heute bis maximal eine halbe Stunde, aber so viel hat Okay. es. Vielleicht erzählst du einfach den anderen, die zuhören, was das Successful Solopreneur System ist, in deinen eigenen Worten, Anja. Wie siehst du das System? Was ist es für dich? Also, ich muss kurz ausholen. Ich bin ja schon länger selbstständig und hatte vorher auch schon Programme und Kurse gebucht. Ja, was man halt so ne, angeboten kriegt und was einem gesagt wird, das musst du können und da musst du gucken und das musst du tun. Und es hat aber nichts davon so richtig gegriffen. Also es hat funktioniert, aber es hat nicht so gegriffen, dass ich sage, es war eine Basis und ich konnte darauf aufbauen. Und im Endeffekt waren das alles lauter einzelne Puzzlesteine, die ich irgendwie nicht so zusammenbekommen habe. Und dann bin ich auf deine Online-Kurse gestoßen und dein System. Und du hast dann wirklich gesagt, okay, wir fangen an mit dem ersten Schritt und dann führe ich dich die Treppe hoch, Schritt für Schritt. Und du hast für jedes, ich sag mal, für jeden Bereich, den man für ein eigenes Business braucht, so einen Kurs gehabt. Beziehungsweise waren es damals noch Webinare, jetzt sind es ja ganz tolle Kurse geworden. Und das ist so die Basis, also für mich die Basis für wirklich ein funktionierendes Business, weil das sind keine einzelnen Puzzlestücke, das ist ein komplettes System, was aufeinander aufbaut. Und wenn man das, wie ich zum Beispiel, ich habe ja wirklich jedes einzelne davon gemacht, Das wenn man hast das, wenn man das alles so nacheinander wirklich bearbeitet und sich aufbaut und für sich anpasst, dann hat man hinterher wirklich ein Netz. Es ist wie ein Auffangnetz, wo ich immer wieder darauf zurückgehen kann und sagen kann, okay, die Basics sind diese Kurse und wenn irgendwas Neues ansteht, ich weiter wachsen will, ich irgend, weiß ich nicht, ein neues Produkt entwickle, dann gehe ich auf dieses Netz zurück und gucke, wie habe ich das gemacht und passe es dann an. Und das ist, also so ein komplettes System habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Ja, genau. Also, das ist sehr, sehr schön beschrieben. Vielen Dank für diese Beschreibung. Das bedeutet mir extrem viel, Anja, weil ich glaube, dass das, da, ich, weil ich habe echt eine Gänsehaut gerade, weil
Weil das war auch meine Erfahrung, die du beschreibst, als ich begonnen habe, mein Business aufzubauen. Ich kam zwar aus dem Marketingbereich, hatte sehr viel Wissen darüber, wie man Marketing macht, allerdings für große globale Markenkunden, die ich betreut habe damals. Und ich wusste gar nicht, wie man das für einen Solopreneur macht, für ein Dienstleistungsgeschäft. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, indem ich bin rausgegangen, ich habe hier gelernt, irgendwas über Blogging. Dort habe ich etwas gelernt, wieder darüber, wie man, keine Ahnung, Webinare hätte. Aber das waren alles nur Taktiken. Das waren nur so einzelne Trends oder Taktiken. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich mache total viel die ganze Zeit. Ich gebe mein ganzes Herzblut, meine Zeit rein in das Ganze, aber ich kriege keine Resultate raus. Und ich hatte auch, wie du, kein Big Picture. Ich habe nämlich gar nicht verstanden, wie das alles zusammenhängt. Und das war wirklich meine Intention bei dem Aufbau des Programms, dadurch, wo ich an den Punkt gekommen bin, das für andere aufzubereiten. Wie kann ich die Grundsätze des Business und Marketings in einem zusammenhängenden Form darstellen? Und zwar auf einer High-Level-Basis, sodass man das auf alle anderen Dinge anwenden kann und nicht irgendwie nur einzelne Taktiken hat, die gerade im Trend liegen. Insofern, mein Herz geht richtig auf, dass du das auch so siehst. Gell? Ja, ich Schön. habe ja auch im Laufe der Kurse gemerkt, dass es zum Beispiel, so wie ich es gemacht hatte, gar keinen Sinn gemacht hat. Ja, da kam jemand, der hat gesagt, ja, du musst dir einen kompletten Verkaufsfunnel aufbauen. Mit Newsletter und mit Autoresponder und mit was weiß ich noch alles. Das habe ich gemacht, das habe ich auch umgesetzt, aber es hat nicht funktioniert. Und der Grund dafür war einfach, dass das Ganze vorher, die Basis wirklich, die Basic zu sagen, wer ist denn eigentlich der Kunde, den ich ansprechen will und was sind denn eigentlich meine Produkte, die ich oder meine Dienstleistungen, die ich da über diesen Funnel verkaufen will. Das war alles noch gar nicht da, weil darüber war ich mir noch nicht klar, das hatte ich noch nie bearbeitet und das hat mir auch damals keiner gesagt, so fang da an. Sondern es wurde halt ne, auf Stufe 3 zum Beispiel angefangen, gesagt, jetzt gucken wir uns mal ein Online-Marketing-Funnel an und ich zeige dir das komplette System. Und es war auch das komplette System, also das war schon okay, aber ohne die Basis kann es ja gar nicht funktionieren. Ja, absolut. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und das ist in Anführungszeichen unschuldig. Also ich glaube, die Anbieter auf dem Markt, die bei Stufe 3 oder 5 sogar anfangen, sie zeigen begeistert, was sie gerade angewendet als eher etablierter Unternehmer oder Unternehmerin. Und sie haben vielleicht einfach vergessen, wie das war am Anfang, wo sie keine Ahnung hatten. Oder ja, manchmal es interessiert sie nicht mehr so, wie es früher interessiert hat, an die Basis zurückzugehen, weil nicht jeder an die Basis arbeiten möchte. Und das ist auch okay so. Aber wenn man das irgendwie auf dem Weg gar nicht mitbekommen hat, dass diese Basis wichtig ist, dann kann es natürlich sehr verwirrend sein. Man spendet sehr viel Energie, Zeit, Geld und eben irgendwo, es kommen keine Kunden, weil man gar nicht wusste, wen will man eigentlich ansprechen mit seinem Angebot. Genau. Ja. Ich glaube, es ist auch, was ich immer feststelle, die Menschen gehen immer davon aus, dass man das einfach weiß. Dass man einfach schon weiß, wer sein Zielkunde ist. Dass man schon weiß, welche Produkte man anbieten möchte. Und das ist halt aber ganz oft nicht so. Ne? Und dann als Anbieter merkt man dann, Moment, das Wissen ist ja noch gar nicht da. Also theoretisch müsste ich noch einen Schritt zurückgehen oder sogar zwei. Und dort ansetzen. Und die Frage ist halt dann, ob man das will. Und das ist das Schöne bei deinem System, das setzt wirklich bei Null an, also wirklich bei Null. Da fehlt nicht noch ein Schritt vorher oder sowas. Das ist einfach so von Null angefangen und immer weiter hoch. Ja, und weißt du, was das Spannende ist? Und das habe ich zum Glück festgestellt. Und zwar, ich bin Anfang 2013 nach USA geflogen, das erste Mal zu einer Mentorin, bei der ich über Jahre danach auch war. Und ich war zu dem Zeitpunkt ungefähr im zweieinhalb, dritten Jahr meines Geschäftes. Und ich habe auch echt so noch gestruggelt mit meiner Zielgruppe und meiner Positionierung und wer bin ich als Anbieter überhaupt. Und ich hatte innen das Gefühl gehabt, es geht nur mir so. Also es kann nicht sein, dass man so weit fortgeschritten ist und immer noch nicht die endgültige Klarheit darüber hat. Und nach außen hat es vielleicht einen anderen Anschein gemacht, aber innen war ich total aufgewirbelt.
und unklar. Und dann kamen wir dort an und das waren etwa 200 andere Unternehmer und Unternehmerinnen von der ganzen Welt, aber überwiegend aus USA, Großbritannien, also diesen anglosächsischen Raum. Und meine Mentorin hat irgendwie so eine Frage gestellt, die eben auf diese Basis zurückging und abgefragt, also wer hat das schon? Und vielleicht zwei Leute in dem ganzen Raum von 200 Leute haben ihre Hand hochgehoben und alle anderen waren blanko dagesessen. Und wir haben uns, es war wirklich, als hätte uns jemand ein Gewicht von den Schultern genommen. Ich dachte mir, ah, es geht vielen so. Und als ich begonnen habe, mit den Leuten zu sprechen im Raum über die Tage und Wochen und Monate und Jahre, in der wir Zeit zusammen verbracht haben, habe ich festgestellt, manche sind schon 5 Jahre im Geschäft, es ist schon 7 Jahre im Geschäft. Sie haben das immer noch nicht ganz klar und sind immer noch an der Basis zurückgegangen. Und eine Sache, die ich wahnsinnig geschätzt habe an dieser Mentorin ist, selbst als ich hinaufgesteigt bin in ihrem System, also mein Umsatz ist immer gewachsen und ich bin dann in diese gut verdienende Gruppe irgendwann mal gekommen und auch dort hat sie immer wieder darauf Wert gelegt, geh an die Basis, geh an die Basis. Basis sind Ninja, das sage ich in den Online-Trainings auch. Ja. Man benötigt weit weniger technisch ausgefeilte, komplizierte Strategien, als man meint. Also die Basics machen es aus, oder? Ja. Und das ist auch dieser Satz, Basics sind Ninja, der ist mir auch so in Erinnerung geblieben. Ja, das war so das Erste, was du in dem ersten Modul von der, das war Zielgruppe und Positionierung, glaube ich, da hast du das mehrfach erwähnt und auch mehrfach gesagt, lasst euch Zeit, ihr müsst nicht alles auf einmal haben und, ne, und wir machen jetzt mal ganz in Ruhe erst die Basis und dann gehen wir weiter. Und das war für mich auch, wie du schon sagst, so eine Entlastung, weil ich auch in diesem Mindset drin war, es muss doch funktionieren. Das gibt's doch nicht, dass es nicht funktioniert. Und bei mir nicht funktioniert scheinbar als Einziger. Ja, genau. Und es war wahnsinnig hilfreich, dass du dann gesagt hast, slow down, Basics machen wir jetzt in Ruhe und dann der Rest wird von selbst. Und es ist auch tatsächlich so, kann ich nur bestätigen. Ja, absolut. Dann lass uns ein bisschen über die Inhalte sprechen. Für diejenigen, die heute ganz neu dabei sind, das noch nie gehört haben. Es gibt 6 Module. Wir fangen mit Zielgruppenpositionierung an. Du wirst wirklich klar darüber werden, wer deine ideale Zielgruppe ist, wer deine Augen zum Glänzen bringt, wenn du daran denkst, mit ihnen zusammenzuarbeiten und dass du als Experte der Wahl dich positionierst, dass du als Experte wahrgenommen wirst. Das nächste ist Paket und Preise. Was sind meine Dienstleistungen? Was verlange ich dafür? Wie gestalte ich das so, dass ich mich freue, wenn jemand bucht und dass ich auch meine Umsatzziele damit erreichen kann? Und gleichzeitig, dass ich transformative Angebote mache, die wirklich einen sehr hohen Nutzen für meine Kunden oder Klienten bringen, dass sie auch am Ende der Zusammenarbeit sagen, das war jeden Cent wert, ich hätte das Doppelte gezahlt dafür, also da Situation. Wir gehen dann im Modul 3 in Richtung das perfekte Kennenlerngespräch, weil was ich häufiger feststelle, ist, wenn du höherpreisige Angebote, und das macht man am Anfang meistens, man geht nicht meistens sofort in diese hohe Reichweite, Online-Kurse, kleinpreisige Dinge, sondern am Anfang häufig geht man in Richtung eher weniger Kunden, aber dafür mehr Volumen, längerfristige Zusammenarbeit. Und dafür sollte das Erstgespräch wirklich sitzen. Das sollte man echt verstehen, wie der Prozess des Verkaufs aufgesetzt ist und das auf eine Art und Weise, dass es sich leicht anfühlt, dass es in Integrität ist, dass es wertschätzend ist gegenüber deinen Interessenten. Das ist Modul 3. Und dann gehen wir in Richtung deiner Smart Website. Die Smart Website hilft dir zu verstehen, wie du nicht nur eine schöne Website hast, wo alle sagen, wow, sieht das gut aus und das Branding ist toll, sondern dass das Ding für dich arbeitet, dass es smart arbeitet für dich, dass es Interessenten in potenzielle Kunden umwandelt, dass Kennenmögen Vertrauen aufgebaut wird und dass du wirklich diese anonyme Besucher, die drauf sind, in dein E-Mail-Marketing bringen kannst zum Beispiel. Dann reden wir über Marketingtrichter, nämlich nicht nur Sichtbarkeit zu haben, sondern wenn du gesehen wirst, was sind die anderen 3 darauf folgende Schritte, die du benötigst, um die in deine Welt zu bringen, sodass du die längerfristig bedienen kannst mit deinem bester Content. Und das sind wir schon bei deiner Keep-in-Touch-Strategie. Das sind die 6 Module des
Systems. Und Anja, du hast, wie du schon vorhin gesagt hast, was alles durchgearbeitet. Magst du den anderen erklären, wie du das Programm angewendet hast, wie du das durchgearbeitet hast? Ja, das einfach das Wie, genau. Ja. Also ich hatte ja den, sag ich mal, unfairen Vorteil, dass es damals noch Webinarreihen waren. Ja. Das heißt, ich habe dann immer die Webinare geschaut. Das war ja einmal die Woche eine Stunde. Und habe die Hausaufgaben, die du dort quasi verteilt hast und die Arbeitsblätter, dann im Laufe der Woche wirklich bearbeitet, soweit ich das natürlich zu dem Zeitpunkt schon konnte. Ja, also zum Beispiel habe ich gemerkt, den Wunschkunden kann man ja erst wirklich richtig definieren, wenn man Kunden hat. So, vorher ist es eher so ein Raten und ja, was könnte denn funktionieren. Aber ich habe das dann halt von Woche zu Woche gemacht, soweit wie es, ne, wie ich schon konnte und wie ich es stehen hatte. Und es war sehr, sehr angenehm, weil ich bin halt ein Mensch, der kann sehr gut umsetzen. Das heißt, wenn du mir was erklärst und ich habe dann das Arbeitsblatt dazu, da fülle ich das nicht eins zu eins aus, sondern ich fange dann schon an nachzudenken, okay, wie könnte das für mich funktionieren? Passt das für mich? Fühlt sich das für mich gut an? Oder würde ich das vielleicht umformulieren? Das habe ich dann auch direkt im Prozess schon gemacht und habe zum Beispiel die Fragen für das Kennenlerngespräch gleich angepasst und gleich umformuliert und gesagt, das wäre eine Frage, die würde ich unbedingt stellen wollen. Die Frage, naja gut, die ist für mich und meine Kunden jetzt nicht so relevant. Aber das war immer ein laufender Prozess. Also ich war immer dran, jede Woche, von Woche zu Woche und von Monat zu Monat, das alles zu bearbeiten. Ja. Und ich hatte dann auch mir quasi Gelegenheiten gesucht, um das anzuwenden. Ja. Also zum Beispiel habe ich mich hingesetzt und habe zu meinem Mann gesagt, so Schatz, du bist jetzt mal ein Interessent und ich übe jetzt mit dir das Kennenlerngespräch. Und habe dann tatsächlich mit ihm geübt und habe gesagt, das fühlt sich jetzt an der Stelle für mich noch nicht gut an, da muss ich noch was ändern. Ja. Und er hat dann natürlich, weil er völlig unwissend ist, auch Fragen gestellt, wo ich sage, oh ja, gut, gut zu wissen, stimmt, das könnte ein Interessent auch fragen, das muss ich also auch noch anpassen. Und im Laufe dieses Prozesses wurde ich halt immer sicherer und auch immer klarer, in welche Richtung soll es gehen und was soll eigentlich da hinten rauskommen. Und dafür ist einfach dein Prozess wirklich Gold wert, weil du nicht alles so auf einmal, so in einer Stunde Webinar packe ich alles rein, sondern du hast gesagt, okay, wir gehen diese Woche Schritt 1, das ist das und das. Die Hintergründe erklärt und dann die entsprechenden Arbeitsblätter. Und da war es ganz egal, ob Schritt 2 oder 3 oder 5 noch kommen, sondern es ging nur um Schritt 1 und wie man den für sich gut umsetzt. Und das ist was, das hat mir unheimlich geholfen. Also. Das ist super schön, Anja. Weißt du, weil das war ein Missverständnis, das ich anfänglich hatte, wo ich früher Online-Kurse gemacht habe. Zum Beispiel, als ich mit meiner Selbstständigkeit losgetreten bin und kaum wusste, mit wem ich arbeite, hatte ich schon die ersten Online-Kurse entwickelt. Und damals habe ich gedacht, ein Online-Kurs ist was wert, wenn man ganz viel Wissen reinpackt, eigentlich die Leute überfrachtet mit Sachen, sodass keiner davon geht und sagt, da war nicht genügend Sachen drin, die ich lernen konnte. Und über die Jahre, was ich festgestellt ist, eigentlich war es eine Beobachtung. Ich habe beobachtet, dass viele buchen Online-Kurse, eins nach dem anderen. Ich kenne Leute, die haben 10 gekauft binnen 2 oder 3 Jahre und die lagern sich quasi auf der Festplatte und werden nicht angeschaut, weil da einfach viel zu viel Info drin ist. Man macht die ersten paar Dinge, merkt, oh Gott, das ist mir viel zu anstrengend, viel zu viel und man gibt auf, bevor man überhaupt ein paar Schritte nach vorne gegangen ist. Und dann bin ich in mich gegangen und habe gedacht, das kann es nicht sein. Also eigentlich, das überfordert nur alle. Deswegen schrauben wir alles zurück. Und ich habe wirklich gemacht, so etwas wie ein Weeding, wie sagt man das dort, jeden aus dem Garten. Also alles Überflüssiges, Unnötiges gemacht und jeder Schritt wirklich nur sehr simpel gemacht. Und ich bin mir teilweise echt blöd, mir selber blöd vorgekommen, weil ich dachte mir, das ist für sie zu einfach. Die werden denken, ich bin bescheuert. Ja? Aber wie du sagst, tatsächlich ist der Effekt ein ganz anderer, nämlich dass es sich plötzlich
machbar anfühlt. Und man tut es ja auch in der Woche, wo es dran ist, anstatt sich überwältigt zu fühlen. Kannst du das auch so bestätigen? Genau. Also das ist nicht nur machbar, das motiviert. Also mich hat das richtig gehend motiviert, weil es war keine, wenn du das gemacht hast, dann machst du gleich auch noch das und dann überleg dir schon mal für Schritt 5 das. Weil das waren dann immer die Stellen, wo ich gemerkt habe, so weit bin ich noch nicht. Und ich kann das, selbst wenn ich wollte, noch gar nicht umsetzen. Diesen ganzen vielen Input. Ich merke das ja auch an vielen Webinaren, dass die wirklich so vollgestopft werden. Wo ich mir denke, wow, jetzt ist der schon bei Schritt 5 und ich habe Schritt 1 noch gar nicht richtig durchdacht oder mit vollzogen. Und dann fällt es natürlich schwer, das umzusetzen und dann ist man ganz schnell demotiviert. Und das passiert aber bei dir nicht, weil du wirklich dann nur auf diesen ersten kleinen Schritt fokussierst und sagst, so, das machst du jetzt erstmal. Alles, was später kommt, das findet sich. Aber jetzt ist erstmal das dran. Und dann war ich natürlich motiviert zu sagen, ja, das kann ich, das ist machbar und das kann ich auch jetzt schon in meiner, ne, mit meinem kleinen Mini-Business schon machen. Und dann war ich motiviert und habe mich die nächste Woche gefreut. Oh, toll, wieder ein Webinar, mal sehen, was jetzt also der nächste Schritt ist. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, ne, sich da nur auf dieses eine kleine erstmal zu konzentrieren. Ja, das ist so schön. Und das habe ich auch wiederum an ihr von meiner Mentorin gelernt und das auch weitergeben wollen, nämlich die Idee. Und das habe ich wirklich über die letzten 3, 4 Jahre mit meinen 1:1-Kunden gesehen. Diejenigen Kunden, die ganz kleine Babyschritte gehen, aber dafür eine Sache beginnen und auch zu Ende bringen, dann das nächste beginnen und zu Ende bringen, das nächste beginnen und zu Ende bringen, anstatt multiple große Riesendinge alle aufs Mal laufen zu haben, mehr auf mehrere Hochzeit tanzen, mehrere Teller voll haben. Diejenigen, die wirklich erfolgreich werden, in Anführungszeichen, ja, je nachdem, wie man das selber definiert, aber das erreichen, was sie erreichen wollen, die gehen diesen kleinen Schritten voran. Und du hast das gemerkt in den Webinaren damals und jetzt ist das Online-System so aufgebaut. Also die Idee ist es, dass du 6 Monate dran arbeitest in diesem Selbstlernkurs und dass du jede Woche ein Online-Training schaust und in der Woche die eine strategische Hausaufgabe machst, die damit verbunden ist. Und es gibt für diejenigen, die mehr machen wollen, zusätzliche Aufgaben, Reflexionsübungen, die sie machen können, aber man muss es nicht. Das sind eher so Extras, die da sind für welche, die gerne einfach mehr haben möchten. Das heißt, so wie Anja das beschrieben hat, kannst du das genauso machen bei dir. Aber was ich gehört habe, Anja, ist, dass wirklich dranbleiben, wirklich umsetzen, nicht nur anhören und sagen, das ist eine nette Idee, die Shadia hat, sondern auch ins Tun kommen, oder? Genau. Aber auch das ist ja oder wird in diesen Kursen sehr, sehr leicht gemacht, weil es wirklich, wie du schon gesagt hast, nur eine Aufgabe gibt. Oder eine Hauptaufgabe gibt mit verschiedenen Arbeitsblättern dann dazu oder auch mal nur einem Arbeitsblatt. Und dann nimmt man sich mal 2 Stunden in der Woche. Ich denke, das ist so das Maximalste, was ich dran gesessen habe, wenn ich so drüber nachdenke, und macht das. Und dann ist man erstmal, das ist auch so ein schönes Gefühl zu sagen, so, ich bin erstmal fertig. Nicht, ich muss bis zum nächsten dann noch das und das und das und das auf meine To-Do-Liste schreiben, sondern zu sagen, so, jetzt bin ich mit dieser Hauptaufgabe fertig. Ja, absolut. Und dann hat man den Kopf auch wieder frei für zum Beispiel alltägliche Dinge oder andere Dinge, die im Business halt noch so ringsrum anstehen. Und ist nicht immer nur damit beschäftigt, die 5 oder 6 Hausaufgaben zu machen, die dann von Woche zu Woche anstehen würden oder vielleicht in anderen Kursen dann oft anstehen. Ja, sehr gut. Anja, ich würde ganz gerne jetzt das Gespräch in die Richtung bringen. Also nämlich jetzt stehst du dort und hast Kunden. Also du kannst dich kaum vor Aufträgen retten zurzeit, das weiß ich. Aber wo du angefangen hast, mit diesem System zu arbeiten, sah es ganz anders aus. Also ich kann mich erinnern, du hast berichtet, du warst kurz davor, einfach aufzugeben. Du hattest schon so viel probiert und es hat alles nicht funktioniert und du hast begonnen, dich selber zu bewerten und zu sagen, okay, gut, vielleicht funktioniert es für andere, aber für mich nicht. Und meine Frage an dich wäre, was hast du auf dem Weg beim Erarbeiten des Systems begonnen zu sehen für dich, was eine Wende eingeleitet hat in Richtung da, wo du heute bist? Und ich weiß natürlich, dass es nicht nur an dem System gelegen hat, sondern an viele andere Faktoren. Aber wie hast du dir dort geholfen? Also, was mir vor allem, also es waren vor allem 2 Dinge.
Zum einen war es eine klare Struktur. Ich bin ein Mensch, der mag Struktur, ne? Ich liebe Systeme und Strukturen, Ja, das stimmt. weil ich mir die einfach, ja, das gibt mir einfach Halt und Sicherheit auch. Und diese klare Struktur, das war unheimlich hilfreich. Ja, zu sagen, okay, da kommt jetzt jemand, der will mit mir zusammenarbeiten, dann kram ich doch mal die Vorbereitung zum Kennenlerngespräch raus. Okay, wie war das? Ah, Schritt 1 war das, Schritt 2 war alles klar. Das ist, ne, auch heute noch so, dass ich das anwende und sage, ja, das, weil mir das Sicherheit gibt und weil mir das auch den Rücken frei hält. Ich muss also nicht jedes Mal neu anfangen zu überlegen, oh, was machst du jetzt? Was machst du als erstes oder zweites oder machst du das überhaupt? Und das Zweite, was mir halt sehr, sehr geholfen hat, war, dass du tatsächlich auch in diesen Kursen beziehungsweise in den Webinaren gesagt hast, wie es bei dir ist. Weil das war was, was mir vorher bei sehr, sehr vielen gefehlt hat. Die haben zwar dann theoretisch gesagt, ja, ein Kennenlerngespräch baust du so und so auf oder einen Marketing-Funnel baust du so und so auf, aber tatsächlich ihre eigenen Beispiele, wie sie es mit ihren Kunden machen, das hat gefehlt. Und da bist du ja sehr, sehr wirklich offen und sagst, okay, pass auf, ich gebe dir mein Template, so und so mache ich es, oder ich gebe dir meine Tabelle, die benutze ich immer und die kannst du für dich jetzt ausfüllen oder anpassen und für deine Kunden halt zurecht machen. Und das ist was, wo ich sage, okay, da ist jemand, der wendet es schon erfolgreich an. Dann brauche ich es ja wirklich, ne, oder ich gebe dem die Chance, dass es für mich auch funktioniert. Und das ist gerade in der Phase, wenn man so an sich zweifelt und so, ich bin sowieso ne, dafür nicht geschaffen, Unternehmer zu sein und was man dann so alles denkt. Das ist das, was einem dann unheimlich hilft, wenn da ein erfahrener Mentor kommt und sagt, pass auf, ich mache es in meinem Geschäft so, das ist mein Template, das ist mein Arbeitsblatt. Guck's dir durch, guck, wie es für dich passt und probier's aus, ob es für dich auch so funktioniert. Und das ist ja unheimlich hilfreich. Ja, das verstehe ich total gut, weil genauso wurde ich geholfen von anderen Mentoren von mir. Und ich denke, das machen wir immer, oder? Wir geben das weiter, was uns geholfen hat. Und das macht ein Mentor auch. Das ist eine andere Rolle als Coach. Zum Beispiel der Coach sagt, stellt Fragen und lässt reflektieren. Und du musst irgendwie selber die Antwort in dir finden. Ein Trainer kommt daher in der Rolle und sagt, hier ist das Wissen, was ich dir vermitteln möchte und trainiert dich auf eine Richtung. Und ein Mentor teilt einfach auch seine persönliche Erfahrung mit. Was hat mir geholfen? Was habe ich ausprobiert? Was hat für mich funktioniert? Was hat nicht für mich funktioniert? Und das erfordert auch eine gewisse Verletzlichkeitsfähigkeit, weil man muss auch Dinge transparent machen und offenbaren. Aber weil mir das so geholfen hat, wollte ich, dass ihr auch eine ähnliche Erfahrung habt. Und ja, das ist extrem wertvoll. Und ich denke, wie soll ich das sagen? Es ist schwierig auszudrücken, aber man ist in dieser anfänglichen Phase, in den ersten 2, 3, sogar bis zu 5 Jahre, so im inneren Dialog mit sich. Der innere Kritiker läuft und dreht im Gedankenkarussell und vereinnahmt einen vollkommen teilweise emotional. Und man ist selber so viel über sich selbst nachdenken, ob man gut genug ist, ob man das alles schafft und so weiter. Die Kapazität, die man normalerweise frei zur Verfügung hätte, ist einfach nicht verfügbar, weil diese Stimme oder dieser Prozess am Laufen ist im Innen. Und da hilft es einfach, wenn während dieser Prozess läuft, dass jemand sagt, okay, hier, mach einfach das. Genau. Das klingt einfach so banal und das heißt nicht, dass jede Vorlage oder Idee für dich funktionieren wird. Aber was es heißt, ist, du kannst beginnen mit dem und während du beginnst, etwas zu nutzen und ins Tun zu kommen, schaltest du den inneren Kritiker ein bisschen aus, weil wer gerade im Machen ist, der hat seinen Fokus woanders als auf diese Stimme. Das ist auch so ein bisschen Trick Genau. der ganzen Sache, oder? Genau, einfach zu sagen, hier, probiert es mal aus, für mich funktioniert das. Ja. War halt auch das, was mir da sehr geholfen hat, ne? Wo ich dann gut im Laufe des Prozesses festgestellt habe, wie du schon sagst, nicht alles passt für mich Ja. so wie bei dir, aber dann kann ich es immer noch weglassen oder anpassen oder weiß ich nicht, irgendwie verändern. Ja. Aber erstmal habe ich eine Grundlage, auf der ich anfangen kann, statt da ne, selber zu gucken, wie komme ich da hin, welchen Weg muss ich denn jetzt gehen. Absolut. Dann gehe ich halt erstmal ein Stück deinen Weg und
biege dann unterwegs ab, wenn ich merke, es passt nicht. Biege gerne ab. Also, das ist mir auch wichtig in diesem ganzen Successful Solopreneur System, ist es einfach, das ist nicht das Wahre, was für alle passt. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, Grundsätze zu verstehen und auf dem Weg ins Tun zu kommen und von dort weg zu sehen, was für einen selber passt. Und das ist einfach das Versprechen von dem und nicht irgendwie nimm das und du kriegst Kunden. So, also eine letzte Frage vorweg, bevor wir das wunderschöne Interview beenden, ja, ist unabhängig von dem System und unserer Zusammenarbeit, weil wir beide haben weitergemacht im One-to-One-Coaching und haben ganz viel danach an Mindset gearbeitet und dazu gibt es Videos auf der Webseite. Was würdest du weitergeben wollen, persönlich an die anderen da draußen, die vielleicht in der ähnlichen Lage sind, wie du es warst, bevor wir in Kontakt gekommen sind miteinander, die kurz vorm Aufgeben sind oder sie verzweifeln an sich? Was hast du auf dem Weg gesehen, jetzt wo du Kunden hast? Was würdest du dein früheres Selbst vor einem Jahr sagen wollen? Ja, also was ich immer wieder sage, wenn ich gefragt werde, ist, dass man dieses Rauschen und dieses höher, schneller, weiter einfach mal hinter sich lassen soll. Weil so ein Businessaufbau kostet einfach so schon genug Kraft und Fokus und Zeit. Und wenn man dann aber ständig noch auf Facebook liest, oh, ich habe jetzt sechsstelligen Umsatz, oh, ich habe jetzt, weiß ich nicht, diesen tollen neuen Kunden gefunden oder ach Gott, bei mir läuft ja alles spitzenmäßig und ich habe ein total super Leben. Dann fängt man an, sich da noch zusätzlich selber unter Druck zu setzen und zu sagen, Mensch, das muss doch, guck mal, alle anderen sind erfolgreich, nur ich nicht. Und dieses Vergleichen und dieses sich ständig ja ne, berauschen lassen, auch von außen mit dem, du brauchst diesen Kurs, du brauchst noch das und du brauchst noch jenes, das hält einen davon ab, das zu machen, was man eigentlich machen sollte, nämlich ganz in Ruhe sich auf sich und sein Business zu konzentrieren und das für sich aufzubauen und zwar so, wie es für einen selbst passt. Ja. Und das ist halt ganz viel vom Bauchgefühl abhängig und das ist leider heutzutage sehr, sehr ja, überdeckt von diesem ganzen Äußeren, ja, von dem Rauschen und dem du musst noch und ja, von dieser Facebook-Blase, wie die Shelly ja gern mal sagt. Das hat mir jemand gesagt. Ich glaube, ich habe das dann übernommen von jemandem. Ich sehe das genauso, Anja. Und die Brené Brown sagt so schön, schwimm in deine eigene Bahn. Und sie macht dieses Metapher von einfach ein Schlag und ein anderer Schlag. Ein Schlag und ein anderer Schlag. Und nicht links und rechts schauen, wer neben dir schwimmt und ob die vorne sind oder hinten. Schwimme dein deine Runde, das ist einfach das und das hast du gerade so schön gesagt. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview, Anja. Ich werde jetzt den Zuhörern sagen, was sie tun können als nächsten Schritt. Hier schon die ganze Zeit eingeblendet ist die URL für das Online-Selbstlernprogramm, was für kurze Zeit zu einem Sonderangebot zur Verfügung steht, nämlich zu einem super Sonderpreis, zur Feier dessen, dass ich das System endlich fertig habe, nach 2 Jahren von der Idee bis zum Fertigstellung. Und du kannst dort hingehen auf www.successfulsolopreneursystem.com. Dort findest du alles über das gesamte komplette Online-Selbstlernprogramm erfährst du dort. Dort siehst du ein Video von mir, wo ich das Ganze noch im Detail erkläre. Da sind andere Kundenstimmen drauf. Und das Beste ist, also falls du beginnen möchtest, das auszuprobieren, wie Anja das gemacht hat, die ersten 30 Tage sind absolut risikolos. Du kannst einfach für 30 Tage dir das alles anschauen. Und wenn es nicht genau das Richtige für dich ist, kannst du uns eine E-Mail schreiben und wir geben dir ohne Wenn und Aber das Geld zurück. Das heißt also, austesten kostet nichts in dem Sinn, also nur eine Investition und schauen, ob das für dich passen könnte. That's it. Und ja, Anja, wir sehen uns morgen beim Live Unfolding bei unserem Mindset Retreat hier in Frankfurt. Ich freue mich unheimlich, dich umarmen zu können, wenn du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, und dann führen wir einfach die Gespräche morgen weiter zu anderen Themen, aber einfach weiter geht das Gespräch. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne, Shelia. Tschüss. Tschüss zusammen.